Jetzt bekommst du einen Freund. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Hier steht mal wieder ein Paket aus China. Das heißt, Klemmbausteine wurden geliefert. Ich bin immer total happy. Dann gibt es wieder was zum Bauen. Wir sehen schon, was hier steht. Manual Puzzle Toys, also manuelles Puzzlespielzeug und von zollamtlicher Behandlung befreit. Ich wünschte, der Preis, der da drauf steht, wäre der richtige gewesen. Leider war es dann doch ein klein bisschen teuer als, was waren es, 14 Dollar. So, ganz hier oben liegt aber erstmal was hier hinten für den VW Käfer. Denn da haben ja ein paar Teile gefehlt und der Händler war nach Rücksprache so nett, die mir einfach mitzuschicken hier mit der nächsten Lieferung. Ist doch wunderbar, das ist mal guter Kundenservice. Also, einmal war es ja hier diese obere Abdeckung für die Dachbox, wo das ganze leckere Essen drin ist, hier für das Picknick oder für Surfen. Und als zweites war das hier ein Teil aus der Stoßstange, wo ich hier so einen dunklen Brick verbaut habe. Da kommt aber dieser hellgraue eigentlich rein. Ja, wunderbar, den baue ich dann später ein und danke Händler, das ist guter Service, bei dir kaufe ich gerne wieder. So, jetzt packen wir aber mal hier die Teile aus, um genau herauszufinden, was sich denn hier drin verbirgt, falls ihr die Beschreibung noch nicht gelesen habt. Ja, es ist der Mini Cooper aus der Builders Serie oder wie sie bei Lego heißt, die Creator Serie. Das hier ist das Lapin Pendant bzw. der schnöde Lapin Nachbau des Lego Creator Sets 10242 und das Lapin Set hat die schöne Nummer 21002 und wir haben 1108 Teile insgesamt. Hier sehen wir schon die Anleitung inklusive Sticker mit verschiedenen Nummernschildern und noch ein paar grüne Teilchen, die irgendwo hingeklebt werden. Die Picknickdecke ist auch noch mit dabei und wir blättern mal durch und alles sieht gewohnt ordentlich gedruckt aus. Ich denke, damit kommt man klar. Preislich liegt das Lapin Set hier etwa bei 36 Euro und das Original Lego Set, das es immer noch zu kaufen gibt, liegt bei 80 Euro. Also man kann hier für etwas weniger als die Hälfte dann das Lapin Set sich zulegen, wenn man möchte, oder man kauft einfach das Originale. Ich werde euch beides hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt sortieren wir aber erstmal hier die Tütchen und zählen durch und es sind insgesamt 26 Tüten. Und man sieht schon, die sind hier teilweise doch schon sortiert verpackt, also nicht ganz so chaotisch. Hier ist eine interessante Tüte, da ist ein Baguette drin. Denn passend zur Picknickdecke gibt es hier auch noch was zu futtern später, aber das seht ihr dann in meinem Aufbauvideo. Und ansonsten viele, viele grüne Teile, natürlich British Racing Green und da ist es dann doch ein bisschen durcheinander verpackt. Aber ich freue mich schon sehr, das hier zusammenzubauen. Die Fahrzeuge aus der Creator-Serie gefallen mir ausgesprochen gut und die sehen richtig klasse aus zusammengebaut. Jetzt fehlt nur noch eins, alles schön sortieren und dann kann der Bau losgehen. Das seht ihr nächste Woche in meinem Bauvideo zum Mini Cooper. Ansonsten schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat.